Uruguay auf Hischier. Er tankt sich durch und das Tor kommt. Hischier hat sich durchgetankt und dann war es Jung, der erben konnte zur Führung der Gäste. Hier Hischier, wie er sich durchtankt. Jung war zur Stelle, als das nicht ganz geklappt hat. Etwas blöd gelaufen für die Lakers. Der fackelt nicht lange, sieht auf der linken Seite seine Mitspieler und das war der zweite Streich. Diese Aktion war wunderschön. Tedembi hat sie eingefädelt. Baumgartner mit seinem fünften Tor in der laufenden Saison abgeschlossen. Da war Baumgartner ziemlich präzise, hat Niefeler keine Chance gelassen. Der Egli. Und das passt. Das passt. Dünner im ersten Drittel, hat er noch Pech. Nun passt's. Der Anschluss für die Lakers. Es hat wunderbar gepasst. Ashley Mann hat da nicht zumachen können. Egli hat sich den Pass gut schreiben lassen. Hischier. Hischier. Oh, tankt sich doch und macht bei seinem Debüt das erste Tor. Hischier spielt heute Abend zum ersten Mal in der Saison beim HC Davos und macht prompt ein Tor. Schön, wie er die Scheibe übernehmen kann. Schön auch diese Körpertäuschung. Und dann schlägt er neben der Scheibe vorbei, behält sie aber im Besitz und trifft dann quasi in Extremis und freut sich natürlich. Verteidiger mit in den Angriff ein. Oh, wunderbar. Und das vierte Tor. Wunderbar, wie die Davoser das gesehen haben. Ashley Mann hat das offene Eis genutzt und trifft an Niefeler vorbei. Kalte Dusche also für die Lakers. Gera hat da für viel Platz gesorgt. Frener hat das Zuspiel auf. Teils da die Scheibe zu Clark und jetzt ist es wieder Wellman und das Tor ist da. Das 2:4, da haben sie alles richtig gemacht. Wellman mit dem Anschlusstreffer und Ashley Mann muss diese Scheibe passieren lassen. Voll abgezogen, Ashley Mann muss sie passieren lassen zwischen den Schonen durch.